Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Karmesin. Wir haben es erreicht, die erste Trankstelle ist da. Hey, ich bin hier drüben, Draco. Das hier ist eine Trankstelle. Hier gibt es nützliche Dienste für Pokémon-Trainer. Aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Mit Vergnügen. Willkommen beim Pokémon, bei der Trankstelle. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du alle möglichen Items erwerben. Zum Beispiel Pokébälle zum Fangen von Pokémon. Oder auch Tränke. Als Bezahlung für die Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. Ein LP entspricht einem Pokédollar. An diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, kurz TM, herstellen. TMs werden verwendet, um deinen Pokémon Attacken beizubringen. Um eine TM herzustellen, benötigst du LP, sowie vom Pokémon hinterlassene Materialien. LP ist mega nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, gib dir welche ab. Oh mein Gott, das ist einfach mal so ein Transfer, ja. Bitcoin, so sowas. Und die sind auch für dich. Du erhältst einen Haufen Pokémon-Materialien. Mit der Freundeskreisfunktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktionen und anderen Trainern zusammentun und mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Schau mal gerne beim Pokémon-Center vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Nein, Trankstelle! Vielen Dank für die tollen Erklärungen. Ich muss lachen. Brauchst du mal eine helfende Hand? Komm zum Pokémon, komm zur Trankstelle gerannt. Mein Gott, ey. Das kommt manchmal ein Test dran, also merkst du ja, oder? Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durch Drücken von R loszuschicken. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gehst, selbstständig Items aufsammeln und gegen andere Pokémon kämpfen und so. Durch Drücken von R kannst du das Pokémon an der Spitze deines Teams losschicken. Es kämpft dann eigenständig gegen Pokémon in der Nähe und sammelt Items auf. Wenn ein Pokémon allerdings noch über wenig Kraftpunkte KP verfügt, kannst du es nicht allein losschicken. Geschwächte Pokémon lassen sich mit Items wie Tränken heilen. Wenn ein losgeschicktes Pokémon einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisung geben. Bei solch einem Autokampf kannst du dein kämpfendes Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig die Umgebung erforschen. In einem Autokampf bestimmt die Stärke und der Typ der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wähle daher das Pokémon, das du losschicken möchtest, mit Bedacht auf. Okay, ich habe jetzt wieder Krokel zum Beispiel. Jetzt haben wir. Das ist nicht. Evangelist! That's not a Krokel! Bei der Autoheilung werden Pokémon automatisch mit Items aus deinem Beutel geheilt. Um die Autoheilung zu nutzen, wähle im Hauptmenü das gewünschte Pokémon aus und drücke Minus. Bei der Autoheilung werden folgende Items verbraucht: Trank, Tafel, Wasser, Sprudel, Supertrank, Limonade, Kumumilch, Übertrank. Oh mein Gott, ich habe vergessen, mein Krokel zu heilen. Willkommen bei der Trankstelle. Dankeschön. Das gefällt mir schon mal. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, frag bei der Trankstelle um Rat. Dort kannst du Empfehlungen für dein nächstes Reiseziel holen und dieses auch gleich in deinem Smart Rotom registrieren lassen. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Bitte wir uns bald wieder. Hier kann man also Verbindungen herstellen, um mit Freunden zu spielen. Cool. Komm raus, Krokolores. Will ich das mal mit Krokolores ausprobieren? Wo bist du, mein Freund? Das ist die südliche Zone 1. Warum bist du drin? Bist du zu langsam? Ja, ist offenbar zu langsam. Oh, danke mal, Freund. Wo rennst du hin? Ey, komm her. Du siehst hier nichts, also kannst du.
Kannst du dich hier umsehen und guck hier mal. Du kannst hier Pokémon verkloppen. Die aussehen wie das hier. Das ist genau wie bei Ark Survival Evolved. Wenn man Tiere losschickt und die dann. Da kann man auch ein bisschen trainieren. Ich mag es jetzt schon. Oh, der fordert die einfach der Reihe nach raus. Ich habe das so viele gesehen, die da wirklich Bedenken da geliefert haben, dass die nicht ihre Shinies jagen können, weil die alle dann Shinies töten. Das Interessante ist aber, Shinies werden nicht getötet. Das heißt, wenn hier mal ein Fluffeluff nicht getötet wird, dann nur, weil kein Shiny da drin ist. Moment, da kommt der aber... Ey, Carbador! Ich will das Carbador haben! Krokel, was machst du da? Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Ach, ich bin reingefallen? Aber ich wollte das Carbador. Ganz scheiße, ich bin reingerutscht. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Das Spiel weiß nicht wie, aber ich schaff's aus dem Wasser. Ey, ich will das Carbador haben. Hallo, Carbador. Ich hoffe, ich rutsche da nicht wieder ab. Ich will das Carbador. Hallo, Carbador. Ja! Ach, so geht das. Oh mein Gott, diese Perspektive ist total grauenhaft. Oh, wie diese... Ey! Wer auch immer gesagt hat, oh gut, man kann über die Grafik sagen, was man will, aber das ist geil. Jetzt guckt euch mal diese Sonne an. Guckt euch die einfach mal diese Sonne an. Ist die Sonne nicht schön? Von wie die da so ins Wasser reinstrahlt und das alles. Sieht richtig geil aus. Ich habe ein neues Pokémon namens Carbador. Krokolore ist ja recht level. Ich müsste vielleicht auch mal andere Pokémon vornehmen, damit die ein bisschen verkabert wurden. Weiteren ein schwaches und jämmerliches Pokémon. Manchmal gelingen ihm hohe Sprünge, aber über 2 Meter kommt es selten hinaus. Du bist ein Weibchen. Ich nenne dich Echos. Nach einer Freundin von mir, Echo Sabov. Willkommen in der Familie. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich will auf jeden Fall das Gebiet weiter erkunden. Und den Pokémon-Trainer. Ich will mal. Momentan kannst du keine Posen machen. Okay, das ist das. Wenn du den Abwärtsknopf drückst, kannst du die Kamera-App nutzen. Beweg die Kamera frei umher, um unterwegs Fotos von verschiedenen Orten und Pokémon zu machen. Drückst du den Y-Knopf, während du die Kamera-App geöffnet hast, kannst du ein Foto von dir selbst schießen. Drücke den Knopf erneut, um zum normalen Kameramodus zurückzukehren. Wenn du deinen Fotos ein wenig Pep verleihen willst, kannst du zwischen Filtern wechseln, indem du Rechts- oder Links-Knopf drückst. Oh, ist das süß. Mal zoomen. Nein. Kann ich zoomen. Oder? Nein, man kann nicht zoomen. Oh, man kann aber das... Ist das da geil, Mensch. Das hätte man schon viel früher finden sollen. Mann. Das hätte uns total viel gebracht. Ich meine, ich kann einfach mal Krokel. Krokel. Komm her.
Komm her zu mir. Das ist das. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Wo bist du? Mein Cookie. Hallo? Das ist Natsure. Wo ist das hin? Woher? Hä? Ach, da bist du. Krokel. Hallo. Bleib doch mal stehen, Junge. Ey. Kann man irgendwie eine Pose machen? Ja, es ist ein Krokel. Ah, ist das süß. Nein, renn nicht weg. Krokel, du bist doch fotogen. Wo bist du hin? Wo ist es? Anton. Da kommt ein Anton in den Rand. Anton. Anton. Noch ein Azure. Hilfe. Krokel, wo rennst du hin? Krokel, stehen bleiben. Ich will ein Foto von dir machen. Du bist doch toll. Wo bist du? Hier. Krokel, Krokel, Krokel. Krokel, Krokel. Krokoloris, ich spreche mit dir. Krokoloris der Erste. Du wirst jetzt unverzüglich von mir fotografiert werden. Also das ist krass, das ist kacke. Da bist du. Ey. Kann ich irgendwie pfeifen? Kamera, kann man neigen, Kamera bewegen. Filter im Vorausblenden, Kamera zurücksetzen. Wo rennst du hin? Ach, Kroki. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Etwa wie man die besten Selfies schießen kann mit seinem Pokémon, beziehungsweise. Ich glaube, ich darf nicht auf Krokel nicht so hart mehr trainieren. Der ist schon Level 11! So. Oh nein, ich habe verloren. Dabei hatte mein Pokémon doch volle KP. Ich habe gewonnen. Krokel, das hast du gut gemacht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wo bist du? Ey! Oh nee, das ist zurücksetzen. Ey! Kroki! Hallo! Dahin. Gehen und verkloppen. Nein. Nein, ich bin der Enter rein. Ja. Das Enter war stärker als du. Oh nein. Los, Pool Lord. Cool Lord! Der Pool Lord ist bei mir in der besten Adresse auch trainiert zu werden. Weil so wie man das tatsächlich gesehen hat, entwickelt sich nämlich Felidos laut Leaks tatsächlich nicht zu Warlord weiter, wenn es all der Form hat. Ich glaube, ich tatsächlich ein kleines bisschen das Enter tatsächlich mit seinen Psycho-Attacken kurz davor ist, mein Pool Lord zu plätten. Nein, es hat Pool Lord geplättet. Okay, jetzt machen wir Kopfschmerzen versus Kopfschmerzen.
Nein, das war die falsche Attacke. Das war Kratzer. Wollte ich tatsächlich so nicht nehmen. Das ist Zickenkrieg der Migräneanfälle. Schade, viele von diesen Pokémon. Viele von diesen Pokémon werden jetzt überhaupt keine Dinger erhalten. Hallo. Okay, ab zur Trankstelle nochmal. Was gibt es denn da noch für Optionen? Das muss ich mal ansehen. Eichwerti hätte mal Krokoloris mal an einer anderen Stelle hinsehen. Mit den Richtungsknöpfen kannst du verschiedene Funktionen nutzen. Posenauswahl, Kamera-App öffnen, Aussehen ändern, Mitteilung prüfen, okay. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Bitte wäre uns bald wieder. Sobald wir Pratolido verlassen, kommen wir zum absoluten Highlight der südlichen Zone 1, dem großen Hügel, der zu unserer Akademie führt. Dort gibt es Trainer, die nur darauf warten, ihr Können auf die Probe zu stellen. Also halt dich ran. Ich will gerne mein Team sehen. Ich möchte, denke ich mal, Poolord. Was passiert, wenn ich diese Internetverbindung herstelle? Du bist jetzt mit dem Internet verbunden und was passiert? Okay. Bin mal gespannt, ob das irgendwas nützt. Mal sehen, was ich heute mache. So müssen wir jetzt hier durch. Oh mein Gott, das gibt's ja. Sind die wild? Oder fliegen die weg? Ach, die kann man überhaupt nicht ansprechen, okay. Da Tiere. Aber warum frage ich mich das eigentlich? Ich hab da eigentlich schon eins. Ich kann die nicht ansprechen. Hier in der Stadt. Was ist das denn für einer? Das erste Pokémon. Das Pokémon der Spitze des Teams wird immer zuerst in den Kampf geschickt. Ja, deswegen habe ich auch zu Poolord gewechselt. Ist die Stadt jetzt so gleichzeitig? Ne, wir sind gegen die wilden Pokémon. Es heißt auf jeden Fall südliche Zone. Ich werde hier erstmal rumgeistern. Hier gibt es vor allem. Ich glaube, ich werde mal. Ich hoffe, er ist stark. Prügeln Sie nieder! Prügeln Sie nieder! Prügeln Sie nieder! Sehr effektiv, hat aber auch was eingesteckt. Gut gemacht, Poolord. Und jetzt mach den Teighund fertig. Manche werden sie. Wen tötest du da? Tötet ganz schön viel. Hierher. Oh, du hast mir die Themen gebracht. So nett von dir. Das Vieh versucht abzuhauen. Poolord, hinterher. Kokoloris hat Level 12 erreicht. Greift es tatsächlich mit seinen Gift zu Nacht zum Vorteil an? Kommt mir jedenfalls so vor.
Das Felino ist so toll. Wird sich Bijou bald entwickeln? Es ist jedenfalls interessant, dass er den meisten Pokémon gewachsen ist. Schön, Poolot. Schön. Das Hopspross ist weg. Was gibt es denn hier noch? Ein Fußball. Wurbel. Man läuft hier eine Runde im Kreis und kommt dann wieder zur Trankstelle. Wirklich? Und das ist dann die Route dahin. Unterwegs zur Akademie? Bist du auf dem Weg zur Akademie? Vergiss nicht, im Unterricht immer schön Notizen zu machen. Pass unterwegs auf, wohin du trittst. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke für die Info. Gegengift. Kann man wenigstens mal ein bisschen mit einem Felino durch die Gegend rennen. Was ist das überhaupt schon? So kann man es jedenfalls zu sich holen. Was haben wir denn hier? Mobile! Na, warte! Ich wollte das fangen! Was bist du denn? Nein! Wollte ich das Schwein? Also gut, Timmy frisst das Schwein. Dieses Pokémon wollte ich haben. Das, was da gerade weggerannt ist. Vielleicht finde ich das nochmal wieder. Genau dasselbe. Es kommt mir vor, als kommt es ja nicht auf die Tür. So, jetzt muss ich das suchen. Da ist es. Nein, das ist es nicht. Wo ist das hin? Ist das hier nicht gewesen? Ich hab's doch immer gesehen. Können die despawnen, nachdem sie wegrennen? Sind die wirklich so scheu? Mann, hör auf mich herauszufordern. Ich will nach dem Pokémon suchen, was ich vorhin gesehen habe. Es war gut zu grinden und das alles und so, aber... Aber wenn man auf der Suche nach einem bestimmten Pokémon ist und herausgefordert wird, ist es tatsächlich schon ein kleines bisschen belastend. Nein, Poolord! Poolord, komm zurück. Jetzt bist du dran. Bijou. Ich weiß nicht, wie viele EP du noch brauchst, aber... Moment mal. Ist das sich nicht schon? Verputzt sich später, oder? Bams! Ich hatte das Pokémon eben noch gesehen, ich weiß es. Ich glaube, es ist despawned. Es ist irgendwo da hinten in der Wand. Ich muss es wiederfinden. Das war auf jeden Fall neu. So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Ey, Vanera. Das Pokémon habe ich zwar schon gesehen, aber es ist... Ist es eine willkommene Abwechslung bei mir, sich auch noch einen Vanera anzuschaffen. Hat keine Verteidigung. Im Gegensatz zu seinen Weiterentwicklungen offenbar. Also dann mal los.
Mein Pokédex freut sich. Schönes Papierchen. In seinem Beutel trägt es einen runden weißen Stein. Freundet man sich mit ihm an, kann es vorkommen, dass man ihn geschenkt bekommt. Ich nenne dich Joy. Ich vergesse aber den Namen zu löschen. Erstmal in die Box. So. Aber wie schon gesagt, der Pokédex freut sich. Ich gerade sehr vertrauenserweckend, wenn man mit einer Attacke nicht viel ausrichten kann. Zwar kann man das so gut schwächen, aber man will damit auch nicht besonders viel Zeit verbrauchen. Oh, Bams! Ich habe keine Bälle mehr, sehe ich gerade. Aber man kann sagen, ich habe sie gut genutzt. Mobei, das Bonsai-Pokémon. Es reguliert sein Wasserhaushalt, indem es überschüssige Flüssigkeit durch die Augen ableitet. Es wirkt nur so, als würde es weinen. Nein! Das war Mist. Ich hab's auch so gesehen. Moment, ist es das? Oh, das ist es! Das ist das Pokémon! Ein Sproxy! Oder Sproxy! Das will ich haben! Sproxy wurde gefangen! Sproxy, das Giftmaus-Pokémon. Wer dieses friedfertige Pokémon verärgert, wird durch einen Biss mit seinen starken, scharfen, giftgetränkten Schneidezähnen gelähmt. Nenn dich Maurice. Maurice. Kann erstmal mein Team. Dafür schicke ich erstmal Wollknäuel in Rente. Ich weiß ja nicht, wie stark die alle noch werden können oder so. Bicho entwickelt sich! Yay! Glückwunsch, dein Bijou hat sich zu einem Poponcho entwickelt. Poponcho. Was? Ich wollte das lesen. Das ist nicht der Pokédex. Das Smart Rotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paleas genutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Mit Hilfe der Karten-App kannst du mehr über die Palea-Region erfahren. Zieh den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte in deine Blickrichtung anzupassen. Durch Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drückst du dann A-Knopf, um einen Ort auszuwählen, kannst du diesen als Ziel festlegen. Mit einem Flugtaxi kannst du umlegend an einige der Orte zurückkehren, in denen du bereits gewesen bist. Dies gilt für alle Orte, die mit einem Flugsymbol markiert sind. Oh, ich sehe, es gibt Pichu hier. Also auch Pikachu. Ich bin am Zielort angekommen. Also es ist hier.
Hier umherliegend gibt es Pichus. Sind die winzig, winzig klein? Ich hab einen Kronz. Hallo, du bist ja noch so einer. Ich sollte meine Pokémon heilen. Minus. Yeah, das ist geil. Ohne Scheiß, das ist mal ein schönes System, muss ich mal sagen. Ist ein bisschen complicated, also ein bisschen kompliziert, aber ich finde, man hat tatsächlich schon sehr viel zu bieten hier. Man erkundet eine große, weite Welt. Da habe ich es wirklich mal vom Himmel runtergeholt. Einfach nur, damit ich auch Mr. Chonk trainieren kann. Ich mag Mr. Chonk. Mr. Chonk ist my boy. Ja, Mr. Chonk! Deckel! Die Maus. Die Maus steigt gut. Quietsch. Nein, ich will nicht fliehen. Ich bin geflohen. Egal. Danke. Kannst ein bisschen Pokémon verprügeln, Mr. Chonk. Ah. Nein, Mr. Chonk, nicht weinen. Nicht weinen, mein Mr. Chonk. Du bist doch viel zu süß. Hey. Mr. Chonk. Zeig doch mal mehr als dein schönes Popöchen. Warte, wir machen mal ein Selfie zusammen. Yeah, Mr. Chonk. Das ist mein Kumpel, Mr. Chonk. Mr. Chonk ist cool. Mr. Chonk, ich mag dich. Oh, eine Trankstelle war ich auch nicht vorhin schon. Nee, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ich bin da, wo ich eigentlich hin sollte. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Jetzt will ich mal gucken, was hier noch für Dinger im Radwagen. Oh, was? In welchen der 12 Monate wurdest du geboren? 7. Welchen Tag? Nein! Ah. Welchen der 12 Monate? Am 6. An welchen Tag hast du Geburtstag? 7. Dein Geburtstag ist der 7.6., richtig? Ja, ich glaube ja. Vielen Dank! Schau doch mal an deinen Geburtstag, dem 7.6. bei der Trankstelle vorbei. Okay, man kann also hier jetzt seinen Geburtstag registrieren. Das finde ich irgendwie cool. Bin mal gespannt, was da alles auf uns zukommt.
Drückst du ZL, kannst du ein Pokémon in deiner Umgebung anvisieren. Wirfst du dann auch durch ZL einen Pokéball auf das anvisierte Pokémon, beginnst du einen Kampf gegen es. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Bitte beehr uns bald wieder. Das kann ich nicht verwenden. Um TMs herzustellen, brauchst du Materialien, die vom Pokémon fallen gelassen werden, um Liga- und Liga-Punkte. Wenn du während des Abenteuers verschiedene TMs erhältst oder findest, erweitert sich auch die Auswahl der TMs, die du herstellen kannst. Nicht genügend Materialien für eine Feuerattacke. Eine Attacke für Lucario. Drasler-Material für Säuselstimme. Boah, geil! Ja, Mann. Ich will mal versuchen, ob das Krog. Ja. Das ist mal genial. Warum ist da ein Lechonk? Na, egal. Wir stehen jetzt auf jeden Fall vor einem mystischen Tor. Und ein Schwein steht da Wache. Wollen wir wissen, wie es... Scheiße. Eigentlich wollte ich gerade den Part beenden. Bin ich ein Millimeter zu weit gelaufen. Hallo, Draco. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass uns das gleich mal überprüfen mit deinem Kampf natürlich. Geht klar. Yippie! Freunde wie dich braucht jeder im Leben. Also dann, Draco. Der Kampf ist das Ziel. Das ist ja wirklich weit weg. Als bin ich irgendwo gerade froh, dass ich nicht direkt reingegangen bin. Durch die Cutscene. Wer weiß, was sonst passiert wäre, aber ey, Poolort! Wobei, Poolort ist ein Bodengift. Sie schickt zwei Pokémon ins Rennen. Ja, ich dachte, es kann schon eine Giftattacke. Vielleicht hätte ich dir eine Giftattacke beibringen sollen. Ich glaube, hier muss ich auf Rokolores zurücksetzen. Los, Krokoloris! Mach eine Glutattacke auf Level 12. Krokoloris ist Level 12 und dabei eigentlich total überlevelt. Da hier aber ein Felurienkampf geschickt wurde, muss ich tatsächlich mit Krokoloris Vorlieb nehmen. Was für ein Siegeswille, genau. So, das war die Gatze. Level 13. Parmo. Parmo ist auf jeden Fall Elektro. Da hat Poolort tatsächlich gegen das Vieh wieder einen Vorteil. Du machst die diesen Kampf härter, als ich dachte. Geben wir alles. Ich mag Poolort. Der ist jetzt... Kämpfe gegen dich, mein Riesenspaß. Zeit, meinen Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Sag tschüss. Boah, das hätte ich vielleicht doch im nächsten Part ansetzen sollen. Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Typs noch weiter steigen. Tja, nur doof, dass ich Typ Boden bin. Das hat wohl nicht viel gebracht. Okay. Ich bin schon bitter in der Überzahl. Was war das?
unglaublich, wie schnell du besser wirst. Ich habe dir gesagt, ich habe 20 Jahre Erfahrung. Wahnsinn! Du hast einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht. Oh, warte, du kannst sie noch gar nicht einsetzen, oder? Das lässt sich doch bestimmt was machen. Überlass das nur mir. Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Hier, diese Beleber gibt's als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. 3 Beleber. Beleber wurden in der Medizintasche verstaut. Eine Medizin, die ein kampfunfähiges Pokémon wiederbelebt. Die Hälfte der maximalen KP wird aufgefüllt. Hinter diesem Tor liegt Mesalona City, wo sich auch unsere Akademie befindet. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen und ich mache nur eine kurze Pause und komme danach, ja? Na gut, jetzt sind wir aber tatsächlich schon wieder ich muss euch gestehen, das war nicht geplant. Ich wollte auch noch nie rein. Ja. Oh mein Gott, ich wollte da noch nicht rein. Ich hab Scheiße gebaut. Geschafft! Da wären wir endlich! Das ist Mesalona City, die größte Stadt der Paldea-Region. Sie ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Viele Menschen kommen her, um über die neuesten Technologien und wissenschaftliche Fortschritte zu lernen. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Und da wäre noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du dir zuerst ansehen möchtest, Draco? Nein! Also, ich möchte mir erstmal nichts ansehen. Wenn ihr euch was ansehen wollt, dann müsst ihr tatsächlich wirklich auf den nächsten Part warten, weil ich habe es tatsächlich jetzt total in die Überlänge gezogen. Und das tut mir tatsächlich sehr leid. Das war tatsächlich wirklich alles ungeplant. Deswegen hoffe ich, ihr könnt mir verzeihen. Also abonniert doch auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Klingelt das Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns tatsächlich wieder und dann gucken wir uns eines dieser beiden Dinge an. Also, bis dann und tschüss.